Im hart umkämpften Segment der Streaming-Dienstanbieter geht ein neuer Player an den Start, HBO Max von Warner Media. Angesichts der Corona-Krise und geschlossener Kinos ein strategisch günstiger Zeitpunkt. Aber gibt es noch genug Platz für einen neuen Konkurrenten neben Giganten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney? Streaming-Dienste dienen in der Regel einem größeren Ziel. In vielen Fällen, zum Beispiel Disney, der Weiterentwicklung vom linearen Kern zum Streaming-Geschäft. Das Risiko besteht offensichtlich darin, dass es bereits ein Netflix gibt, das seine Dienste zu einem wesentlich günstigeren Preis anbietet. Wie viele Streaming-Anbieter braucht ein Haushalt noch? Für gut 15 Euro im Monat soll die Plattform gut 10.000 Stunden Videomaterial aus dem exquisiten HBO-Katalog anbieten. Auch exklusive Eigenproduktionen soll es geben, sogenannte Originals. Allerdings sind derzeit viele Drehs wegen Corona unterbrochen. Unter anderem auch die heiß erwartete Fortsetzung der Kultserie Friends. Dafür geht als erstes Love Live mit Anna Kendrick an den Start. Lokalisierte HBO-Ableger werden ab 2021 in Europa und Lateinamerika starten. And you get on that dick wagon.